Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem zweiten Expertenbeitrag aus der Byton-Burkhardt M&A-Reihe auf den Punkt. Mein Name ist Guido Rügenberg, M&A-Partner bei Byton-Burkhardt am Frankfurt-Standort, und ich werde heute über wesentliche Risiken im Rahmen von Distressed M&A-Transaktionen, also sich in einer Krise befindlichen Unternehmenstransaktionen, berichten. Sollten Sie zwischendurch Fragen haben, dürfen Sie hierfür gerne die Chatfunktion nutzen oder Sie schicken mir im Anschluss eine kurze E-Mail an guido.rügenberg@bblaw.com. Ich wiederhole guido.rügenberg@bblaw.com. Ja, vor kurzem bedurfte es noch aufwendiger Studien, wie sich die Anzahl an Distressed M&A-Transaktionen in Zukunft wahrscheinlich entwickelt. Aber seit Covid-19 ist vieles unsicher, aber eines wohl klar: Die Anzahl an Distressed-Transaktionen wird in den nächsten 6 bis 18 Monaten wahrscheinlich deutlich zunehmen. Damit diese Welle nicht zu früh und zu heftig auf uns hereinbricht, hat die Bundesregierung nicht nur temporär die Regelungen zur Anmeldung der Insolvenz teilweise ausgesetzt, sondern durch massive Eingriffe in das Insolvenzrecht die Geschäftsführerhaftung für Auszahlungen trotz Insolvenzreife sowie die Anfechtungsrechte des Insolvenzverwalters deutlich modifiziert und stellt betroffenen Betrieben in erheblichem Umfang Finanzhilfen zur Verfügung. Durch diese Neuregelung wird die Insolvenzantragsfrist für von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen bis zum 30. September 2020 ausgesetzt. Zunächst, muss man sagen, denn darüber hinaus enthält das Gesetz eine Verordnungsermächtigung für das BMJV, wonach die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht durch einfache Rechtsverordnung bis zum 31. März 2021 verlängert werden kann. Dies verschafft uns etwas Luft, doch die Zeit ist knapp. Zum einen sind diese Sonderregelungen nur anwendbar, wenn die Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung des Unternehmens Folge der Pandemie ist, wird dabei allerdings vermutet, dass die Zahlungsunfähigkeit auf der Pandemie beruht. Wenn der Kunde am 31.12.2019 noch nicht zahlungsunfähig war. Und zum anderen gab es ja auch vor Corona bereits ausreichend Unternehmen, die auf eine Krise zugesteuert sind. Und da hat sicherlich die aktuelle Situation nicht zu einer Verbesserung geführt. Worüber sprechen wir heute? Ja. Distressed M&A-Transaktionen, welche wesentlichen Risiken gilt es zu beachten? Ich möchte kurz vorstellen das 4W-Karussell und komme dann auch schnell zu den wesentlichen Risiken, etwa die Verfügungsbeschränkungen, das Vollzugsrisiko, das Anfechtungsrisiko und natürlich das Haftungsrisiko. Abschließend wird es einen zusammenfassenden Überblick geben, sowie zusammenfassende Tipps für die Praxis. Lassen Sie uns also gleich hineinspringen in das 4W-Karussell. Was bedeutet das eigentlich? Kurz zusammengefasst kann man sagen, wer ist distressed und was wird von wem wann gekauft? Ja, und hier sind wir bereits bei einem entscheidenden und risikoerhöhenden Unterschied zwischen klassischen M&A und Distressed M&A-Transaktionen. Das 4W-Karussell, wie der Name schon sagt, dreht sich immer weiter. Als Marktteilnehmer im Distressed M&A-Bereich muss man Flexibilität beweisen, gut vorbereitet sein und blitzschnell handeln. Bereiten Sie sich daher sorgfältig vor. Nehmen Sie sich gegebenenfalls Berater, die Erfahrung mit solchen Transaktionen haben, rechtzeitig mit an Bord. Es lohnt sich. Und damit meine ich nicht nur erfahrene Transaktionsanwälte, sondern gegebenenfalls auch entsprechende Distressed M&A-Berater. Warum ist das so? Diese Transaktionen sind sehr, sehr komplex. Man braucht Erfahrung für die Strukturierung und Durchführung. Die erste Vorfrage, die sich stellt: Wer oder was ist Distressed? Denn darin orientieren sich die nächsten Fragen und ergeben sich die unterschiedlichen Risiken. Ist der Käufer Distressed? Muss ich als Verkäufer sicherstellen, dass ich meinen Kaufpreis nicht nur bekomme, sondern auch behalten darf? Ist der Verkäufer distressed, muss ich als Käufer sicherstellen,
dass ich den Kaufgegenstand erhalte und nicht wieder herausgeben muss, ohne den gegebenenfalls bereits bezahlten Kaufpreis vollständig zurückzubekommen. Ist das Target distressed, geht der Erwerber vor der Insolvenz erhebliche Risiken ein, die es zu minimieren gilt. Sollen auch noch Gesellschafterdarlehen verkauft bzw. übertragen werden, wird es noch komplizierter und gegebenenfalls noch teurer. Für uns sind regelmäßig die Situationen des Distressed-Verkäufers, etwa durch eine entsprechende Muttergesellschaft, und die des Distressed-Targets interessant. Auf diese konzentrieren wir uns deshalb im Folgenden. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie oder was kaufe ich? Asset Deal oder Share Deal? Vorteil des Asset Deals ist, dass viele Altlasten des Unternehmens bei entsprechenden Vorkehrungen in der Rechtshülle zurückbleiben. Der Deal wird also überschaubarer. Nachteil ist jedoch, dass aufgrund der Vielzahl erforderlicher Übertragungsakte gegebenenfalls am Ende der Erwerb nicht vollständig durchgeführt werden kann, sondern wesentliche Assets einfach zurückbleiben und uns dann fehlen. Dies kann eine Transaktion schnell zum Misserfolg machen. Kaufe ich hingegen die Anteile am Unternehmen, habe ich in der Regel alles, was ich für ein funktionierendes Business brauche. Jedenfalls bekomme ich das Business so, wie es vorher war, auch wenn es nicht erfolgreich war am Ende. In diesen Situationen gibt es kein richtig oder falsch. Diese Entscheidung muss man in der konkreten Situation treffen. Es ist eine Risikoabwägung durchzuführen. Auch hier ist eine gute Vorbereitung von entscheidender Bedeutung. Das dritte W. Wann findet die Transaktion statt? In zeitlicher Hinsicht werden drei Szenarien unterschieden. Sie können das sehr gut auf dem Schaubild sehen. Einmal unter 1 der Erwerb vor dem Insolvenzantrag. Die zweite Möglichkeit für einen Erwerb besteht nach dem Insolvenzantrag, aber vor der Insolvenzeröffnung. Die dritte Möglichkeit ist der Erwerb nach der Insolvenzeröffnung. Wichtig ist die Differenzierung für die möglichen Risiken. Ein Erwerb vor Insolvenzantrag ist deutlich risikobehafteter als der Erwerb nach Insolvenzeröffnung. Aber die beste Ware geht häufig noch vor Insolvenzeröffnung über den Tisch. Und mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens steigt nicht selten auch das Zerschlagungsrisiko. Also auch hier ist eine gute Vorbereitung von entscheidender Bedeutung. Ist vielleicht die Transaktion sinnvoll auch bereits vor Insolvenzeröffnung durchführbar? Es gibt nicht nur Risiken, sondern auch Vorteile. In dieser Situation ist das Target noch nicht im Markt verbrannt. Die Schlüsselmitarbeiter sind noch an Bord. Wichtige Kunden haben sich noch nicht umorientiert. Wer schnell ist, kann vielleicht der Konkurrenz ein Schnippchen schlagen. Kommen wir zum letzten W. Mit wem verhandle ich? Hierfür kommt es regelmäßig auf das Krisenstadium an. Geraten Unternehmen in eine Krise, durchlaufen sie nämlich regelmäßig unterschiedliche Krisenstadien, die je nach Ursache und zeitlichem Verlauf von der Stakeholder bis hin zur Liquiditätskrise reichen und zur Insolvenz führen können. Während sich der Handlungs- und Zeitdruck mit fortschreitendem Krisenstadium deutlich erhöht, sind belastbare Informationen, die die Krisenursachen transparent machen und für die Ableitung geeigneter Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, meist nur sehr eingeschränkt oder gar nicht verfügbar. Auf dem Zeitstrahl ist kurz zusammengefasst, wie sich aus einer anfänglichen Stakeholder-Krise eine handfeste Liquiditätskrise entwickelt, die womöglich in eine Insolvenz mündet. Was bedeutet das? Beginnen wir mit der Stakeholder-Krise. Was ist das eigentlich? In der Regel handelt es sich dabei um Konflikte in der Führung oder zwischen Leitungs- und Überwachungsorganen. Jeder will mitreden, aber man zieht nicht an einem Strang. Unter der Strategiekrise versteht man unter anderem eine unklare Markt- oder Produktpositionierung. Der Captain auf der Brücke hat die Orientierung verloren. Produkt- und Absatzkrise. Häufig mangelhaftes Supply Chain Management. Folge ist dann die Erfolgskrise. Es kommt zum Umsatzeinbruch. Und wenn man den nicht in den Griff bekommt,
laufen wir direkt in die Liquiditätskrise. Es fehlt einfach freie Liquidität. An dem Schaubild kann man gut ablesen, dass spätestens ab dem Einsetzen der Erfolgskrise der Druck seitens bestehender Geldgeber und anderer Stakeholder steigt, die dann häufig finanzielle und operative Sanierungsmaßnahmen wie etwa Einbringung von Eigenkapital fordern. Doch das ist mit Vorsicht zu genießen, denn in der Regel können die Shareholder nur einmal Eigenkapital nachschießen. Den genauen Zeitpunkt muss man sinnvoll wählen. Was bedeutet das für uns? Wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Mit wem verhandeln wir? Ja, hier sind die mal aufgelistet. Da gibt es sicherlich noch mehr Möglichkeiten, aber das sind jetzt mal die wesentlichen zusammengefasst. Stakeholder, ja, können Finanz- oder strategische Investoren sein, können auch echte Shareholder sein. Hier ist es wichtig zu wissen, mit wem man das zu tun hat. Ein Stratege hat oft ganz andere Interessen als ein Finanzinvestor. Diese gilt es zu kennen und zu berücksichtigen. Gegebenenfalls hat man es aber auch mit den Fremdkapitalgebern zu tun. Nicht selten kommt es bereits im Vorfeld zu Verkaufsverhandlungen, da sie mit der Verwertung ihrer Sicherheit rechnen, Stichwort Stairpledge, und diese bereits vorbereiten. Die wollen einfach im Driver Seat sitzen bleiben und die Verwertung selber steuern. Derartige Transaktionen können sehr spannend und effektiv sein, lösen aber auch große Spannungen zwischen den Stakeholdern aus. Und sie sind mittendrin. Verhandlungen mit dem Insolvenzverwalter sind einfach und schwierig zugleich. Insolvenzverwalter verhandeln nur äußerst eingeschränkt. Es gibt in der Regel nur einen sehr limitierten Garantiekatalog und keine Freistellung. This is it. Hier sollte man keine unnötige Zeit und Energie verschwenden, sondern sich besser auf Sachthemen konzentrieren. Der Insolvenzverwalter ist neben einem möglichst hohen Kaufpreis immer auch stark an Transaktionssicherheit und an Geschwindigkeit interessiert. Nutzen Sie das. Fehlende Garantien können etwa durch eine sorgfältige Due Diligence und oder eine W&I-Versicherung kompensiert werden. Lassen Sie mich das 4W-Karussell noch mal kurz zusammenfassen. Die Situation ist stets im Fluss. Verhandlungspartner wechseln, Risiken ändern sich. Mit der schmelzenden Liquidität steigt der Zeitdruck. Bereiten Sie sich also gut vor und seien Sie auf sich ändernde Situationen gefasst. Es bleibt bis zum Schluss spannend. Verhandlungspartner können wechseln aus einer Verhandlung im Vorkrisenstadion mit dem Shareholder, kommt es plötzlich zu einer Verhandlungssituation mit dem Fremdkapitalgeber. Es sind die Karten wieder komplett neu gemischt. Seien Sie darauf vorbereitet. Ich komme nun zum nächsten großen Punkt, wesentlich Risiken. Da gibt es einmal die Verfügungsbeschränkungen, das Vollzugsrechtsrisiko aufgrund des Wahlrechts des Insolvenzverwalters, das scharfe Schwert des Anfechtungsrisikos und natürlich die allgemeinen Haftungsrisiken. Die Verfügungsbefugnis. Es ist immer wichtig zu wissen, mit wem man in welchem Zeitpunkt verhandelt. Und das nicht nur, um seine Interessenlage zu verstehen, sondern auch, um zu wissen, was er entscheiden darf. Vor dem Insolvenzantrag können natürlich die Stakeholder, Shareholder, gegebenenfalls mit Zustimmung der Fremdkapitalgeber über das Unternehmen verfügen. Nicht zu unterschätzen ist aber die erwähnte Macht der Fremdkapitalgeber, die gegebenenfalls bereits Zugriff auf die Anteile haben, weil der Sicherungsfall eingetreten ist und diese dann auch verwerten würden. Oder die Shareholder bereits stark unter Druck setzen. Mit dem Insolvenzantrag fehlt es dem vorläufigen Insolvenzverwalter regelmäßig an der Vollmacht, wesentliche Assets zu übertragen. Ja, also das ist selbst der Fall, wenn es sich hier um einen starken vorläufigen Insolvenzverwalter handelt. Mit dem Erwerb einer Forderung können Sie sich aber einen Informationsvorsprung verschaffen. Sie sind dann mittendrin, anstatt nur dabei. Erst mit der Insolvenzeröffnung ist der Insolvenzverwalter voll handlungsfähig und nur den Gläubigern verantwortlich. Kommen wir zum nächsten Slide.
das Vollzugsrisiko. Nach Insolvenzeröffnung gilt § 103 Insolvenzordnung, wonach ein gegenseitiger Vertrag zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vom Schuldner und vom anderen Teil nicht oder nicht vollständig erfüllt wurde, der Insolvenzverwalter anstelle des Schuldners den Vertrag erfüllen und Erfüllung vom anderen Teil verlangen kann. Das ist eine starke Position und es wird noch besser. Lehnt der Verwalter die Erfüllung ab, kann der andere Teil eine Forderung wegen Nichterfüllung nur als Insolvenzgläubiger geltend machen. Das kann teuer werden. Eine solche Situation, in der man darauf angewiesen ist, dass der Insolvenzverwalter den Vertrag mit einem auch tatsächlich wie vereinbart vollzieht, sollte unbedingt vermieden werden. Man macht sich andernfalls nur erpressbar. Und der Insolvenzverwalter ist zwar nicht im Namen des Herrn, aber im Namen der Gläubiger unterwegs und wird stets versuchen, das Beste für diese herauszuschlagen. Kommen wir zum Anfechtungsrisiko. Hierbei handelt es sich im Prinzip um das schärfste Schwert des Insolvenzverwalters. Und wenn man sich auf eines verlassen kann, dann ist es die Tatsache, dass ein Insolvenzverwalter erstmal alles anficht, ob begründet oder unbegründet. Aufgrund der laufenden oder langlaufenden, zum Teil sehr langlaufenden Fristen, lässt sich dieses Risiko nicht immer zuverlässig ausschalten. Man sollte daher Vorsorge treffen und sich zumindest vor den größten Risiken schützen. Eines ist die Angemessenheit des Kaufpreises. Diese sollte man sich in einer substanziellen Fairness-Opinion möglichst nach IDW S8 vorab bestätigen lassen. Diese bewertet die finanzielle Angemessenheit des Transaktionspreises unter Einbeziehung der konkreten Intention der Parteien. Es geht hier nicht um den Wert des Unternehmens, sondern um die Angemessenheit des Kaufpreises in dieser Situation. Kommen wir zu den allgemeinen Haftungsrisiken. Das Risiko der Haftung wegen Firmenfortführung, Haftung für Betriebssteuern und Arbeitsrecht bestehen sämtlich bei Erwerb vor der Insolvenz. Bei Erwerb aus der Insolvenz wird regelmäßig nicht für derartige Altverbindlichkeiten gehaftet. Der Beginn des Insolvenzverfahrens ist da immer eine zeitliche Zäsur. Diese Haftungsrisiken gilt es bei einer Transaktion vor der Insolvenz im Rahmen einer sorgfältigen Due Diligence Prüfung weitgehend abzuschließen bzw. auszuschließen und zu bewerten. Machen Sie ein Preisschild dran. Auch hier kann aber wieder eine W&I-Versicherung helfen, das Risiko kalkulierbarer zu machen und die Transaktion zu beschleunigen. Dies führt mich zu unserem zusammenfassenden Überblick für heute. Bei einem Erwerb vom Insolvenzverwalter hat man die größte Transaktionssicherheit und ein geringes Risikoprofil. Eine rechtliche Due Diligence kann stark reduziert werden. Hier steht und fällt der Erfolg der Transaktion regelmäßig damit, den Turnaround zu schaffen und im Markt nicht zu sehr als Insolvenzunternehmen verbrannt zu sein. Nicht selten empfiehlt sich daher, den Deal bereits vor der Eröffnung des Insolvenzverwalters, des Insolvenzverfahrens mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter unter Dach und Fach zu bringen. Und zwar in einem sogenannten Pre-Package-Deal. Man kombiniert hier sozusagen den Vorzug des frühen Deals mit den Annehmlichkeiten des später eintretenden Insolvenzverfahrens. Die komplette Dokumentation wird in dieser Situation bereits vor Eröffnung endverhandelt und nach Eröffnung unterzeichnet und vollzogen. Bei einem entsprechend attraktiven Angebot sind Insolvenzverwalter nicht selten hierzu bereit und verzichten dann auf ein breit angelegtes Bieterverfahren. Geschwindigkeit rechtfertigt dieses Vorgehen häufig, da ein andauerndes Insolvenzverfahren den Wert des Targets eher reduziert. Kunden springen ab, Schlüsselmitarbeiter verlassen das Unternehmen, die Liquidität wird immer knapper. Ein Erwerb in der Krise, aber vor der Insolvenz, kann lohnend sein, ist aber mit den dargestellten Risiken behaftet. In diesem Szenario ist eine Aufarbeitung vorhandener Risiken im Rahmen einer Due Diligence unverzichtbar. Nicht selten hat auch der Verkäufer oder gegebenenfalls Kunden und Zulieferer ein Interesse daran und sei es nur aus bloßen Reputationszwecken, das Target nicht kurz nach dem Verkauf Insolvenz anmelden muss.
In diesem Zusammenhang werden häufig vom Käufer vertraglich garantierte Kapitalisierungspflichten und Beschäftigungsgarantien verlangt. Umgekehrt ist der Verkäufer, also das Mutterunternehmen, aber gegebenenfalls auch bereit, Abnahmepflichten für bestimmte Produkte einzugehen. Insgesamt sollte man die Verhandlungsmacht Dritter jedoch nicht unterschätzen. Stichwort OEM in der Automobilwirtschaft. Auch diese haben oft ein entscheidendes Wort mitzureden, was es nicht unbedingt einfacher macht. Lassen Sie mich abschließend noch ein paar Tipps für die Praxis geben. Distressed M&A-Transaktionen sind nicht nur komplex, sondern auch zeitkritisch. Die Situation und damit die Transaktionsstruktur können sich schnell ändern. Denken Sie an das 4W-Karussell. Hierauf muss man vorbereitet sein, um flexibel reagieren zu können und dann entsprechend agieren zu können. Nicht selten verschafft man sich einen Zeit- und Informationsvorsprung, wenn man schon vor der Transaktion Gläubiger des Tages wird und damit an der Gläubigerversammlung teilnehmen kann. Wichtig ist es auch, die wesentlichen Vertragspartner des Tages im Blick zu haben und gegebenenfalls vorab Gespräche zu führen. Bleiben Sie an Bord? Diese sind gegebenenfalls von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der Transaktion. Und, was auch nicht zu unterschätzen ist, beeinflussen nicht selten auch eine Entscheidung des Insolvenzverwalters. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und weiterhin Erfolg. Kommen Sie gut durch diese Zeit.